Konfirmanden, die diesen Gottesdienst vorbereitet haben, stellen sich jetzt einmal vor. Ich bin Luise Richard aus Breitenbach. Ich bin Emily Satila aus Solz. Ich bin Lisa Montag aus Gemershausen. Ich bin Lisa Wolf aus Breitenbach. Ich bin Emily Montag aus Gemershausen. Ich bin Emily von Fahrer aus Breitenbach. Ich bin Xenia Reimer aus Blankenheim. Ich bin Hanna Hildebrand aus Lüdersdorf. Ich bin Chiara Barth aus Lüdersdorf. Ich bin Bastian Reuss aus Solz. Ich bin Fabian Paul aus Solz. Ich bin Moritz Ritter aus Breitenbach. Ich bin Toni Schmau aus Breitenbach. Ich bin Robin Wielander aus Breitenbach. Ich bin Sophia Bewerber aus Gilbershausen. Die Taufe ist Zeichen unserer Erwartung. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Eingangslied singen wir jetzt auf der Seite 171 die Strophen 1 bis 4. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott,
auf unseren Wegen. Wir beten gemeinsam im Psalm 23. Diesen finden Sie in dem Gesangbuch unter der Nummer 711. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Annimmst. Wir können jederzeit zu dir kommen, wenn wir dich brauchen. Amen. Die Lesung für den heutigen Gottesdienst steht aufgeschrieben beim Evangelisten Matthäus im letzten Kapitel. Es ist der Taufbefehl des auferstandenen Jesus Christus. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchter und ein Licht auf meinem Wege. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündiger Arm. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgeschieden in das Reich des Todes, auf dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen jetzt die Nummer 60 im EG Plus. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand lächelt so wie du es tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, und niemand hat je was zu heiß gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou, ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob nichts, ob ohne Geld. Denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied im Moll singst oder Dur. Du bist kein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Blum, ja, der Blum, ja, du bist du. Heute machen wir ein Erklärvideo zur Taufe. Alle Christen sind getauft. Doch warum lässt man sich eigentlich taufen? Man lässt sich taufen, damit man Gott nahe ist, weil man an die Auferstehung von Jesus glaubt. Sie glauben, dass sie in den Himmel kommen, damit das Kind Mitglied der Kirche wird und den Segen Gottes erhält. Was ist die Taufe? Taufe ist ein Sakrament, durch das man in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen wird. Hier sieht man das Sakrament der Taufe. Ablauf einer Taufe. Erster Teil, biblischer Taufbruch steht im Mittelpunkt. Zweiter Teil, wird die eigentliche Taufhandlung vollzogen. Sie beginnt mit den Fragen an die Eltern und Paten. Nach dem Glaubensbekenntnis findet die eigentliche Taufe mit dem Wasserritus statt.
Auf Kerzen, falls vorhanden, entzündet und ein gemeinsames Lied gesungen. Zum Schluss bleibt noch die Frage, auf wen man eigentlich getauft wird. Man wird auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Steht es auch geschrieben in dem Liedtext des Liedes Taufe und Konfirmation im EGL Evangelisches Gesangbuch auf Seite 200. Dieses werden wir euch jetzt zum Schluss noch einblenden. Heute, warum wir überhaupt taufen. Jesus selbst ist auch getauft worden. Die Geschichte dazu steht zum Beispiel im Markus-Evangelium im 1. Kapitel. Johannes war in der Wüste am Jordan, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und alle aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen zu ihm hinaus und wurden alle von ihm im Jordan getauft und bekannten ihre Sünden. Johannes predigte, er kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, mich vor ihm zu bücken und die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Ich habe euch im Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und von Johannes im Jordan getauft wurde. Und gleich als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Durch die Taufe wird man mit Gott verbunden und in die Gemeinde mit aufgenommen. Wenn man als Baby getauft wird, bekennen die Paten und Eltern den Glauben vor Gott und sagen Ja zum Glauben. Einige lassen sich auch später taufen, sodass sie ihren Glauben selbst bekennen können. Zu einer Taufe benötigt man die Taufpaten, die Eltern und den Pfarrer. Außerdem können alle Christen im Notfall taufen, die selbst getauft sind. Der Pfarrer gießt das Wasser in das Taufbecken. Die Taufpaten und die Eltern versammeln sich um das Taufbecken und die Taufpaten halten den Täufling im Arm über dem Taufbecken. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja! Es gab einen Mann namens Johannes. Er lebte in einer Wüste, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und alle aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen zu ihm hinaus und wurden alle von ihm im Jordan getauft und bekannten ihre Sünden. Johannes predigte, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, mich vor ihm zu bücken und die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Ich habe euch ins Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und von Johannes im Jordan getauft wurde. Und gleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich die Himmel öffneten
und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied auf der Seite 200, Strophe 1, 2 und 4. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit deinem Geist beschenkt. Du hast zu deinem Kind und Erbe, mein lieber Vater, mich erklärt. Du hast die Frucht von deinem Scherbe, mein treuer Heiland, mir gewährt. Nun willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. Mein treuer Gott auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich dein Kind zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Lieber Gott, wegen der Corona-Infektion machen wir uns große Sorgen. Ganz viel ist in unserem Alltag durcheinander gekommen. Wir bitten dich für alle, die sich schon infiziert haben. Wir bitten dich, dass möglichst viele gesund bleiben. Wir bitten dich für die älteren Menschen, die besonders betroffen sind. Viele Ereignisse, auf die wir uns sehr gefreut haben, werden abgesagt. Wir bitten dich, dass unsere Konfirmation trotzdem stattfindet und wir miteinander feiern können. Wir machen uns außerdem Sorgen um die Umwelt, die von uns Menschen immer weiter zerstört wird. Wir bitten dich für die Menschen, die so krank sind, dass sie sterben müssen. Wir bitten dich für unsere Familie, unsere Eltern, Geschwister und Großeltern. Was wir dir noch erzählen wollen, sagen wir in der Stille. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun wollen wir das Lied auf der Seite 130 im Edo Plus singen. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Viel zu lange ungelegen, viel zu viel schon lamentiert. Es wird Zeit, sich zu bewegen, höchste Zeit, dass was passiert. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt wunderbar. Neue Lieder wollen wir singen, neue Texte laut und klar. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Gäste hier. Wenn wir nicht zusammenleben, kann die Menschheit nur verlieren. Aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Lass uns Fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von allein. Lass uns Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir uns ein. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Aufstehen, aufeinander zugehen und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehen. Empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.